Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch ein Rezensionshörbuch, blende ich euch auf jeden Fall ein. Am besten für immer von Susanne Elizabeth Phillips. So, genau. Und zwar ist das wieder ein Band von ihrer Football-Reihe. Weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie diese Football-Reihe heißt, weil die jetzt schon über mehrere Jahre geht. Müsste dann, glaube ich, der 12. oder so sein. Aber dieser Band ist diesmal was ganz Besonderes, da er nämlich anders ist als die davor. Die davor waren komplett New Adult. Und dieses Mal ist das Besondere, dass dieser New Adult-Roman eine Krimi-Richtung mit annimmt. Also unsere Hauptprotagonistin liebt es, Schokoladensachen zu machen und sie möchte da am liebsten halt auch so ihre Karriere angehen, aber sie fängt immer Sachen an und bringt sie nie zu Ende. Und sie hat einen Halbbruder, der natürlich sehr berühmt ist und der nämlich bei diesen Football-Stars ist. Und dieser wird schändlicherweise gerade beschuldigt, seine Ex-Freundin ermordet zu haben. Und sie tut sich daraufhin mit dem von ihrem Bruder, der Manager, mit denen tut sie sich zusammen. Unglücklicherweise hat sie schon eine schlechte Erfahrung mit diesem Manager gemacht, da sie nämlich beide irgendwie in einem Club sich schon mal begegnet sind, natürlich betrunken, und sie in der Kiste gelandet sind. Sie kann sich daran nicht mehr erinnern. Sie kann sich nur noch daran erinnern, dass er ihr Geld auf dem Nachttisch liegen gelassen hat, was sie natürlich sehr persönlich und anfeindend entgegengenommen hat. Und ja. Und deswegen eine schlechte Meinung jetzt über diesen Mann hat. Und der Mann weiß auch nicht, wie es dazu kam, dass er überhaupt auf die Idee kam, da Geld hinzulegen. Also es ist auf jeden Fall ein Missverständnis. Und ja, diese zwei, statt darüber zu reden, müssen natürlich sich jetzt zusammentun, obwohl sie gerade so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen und nicht gerade so die beste Meinung voneinander haben, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, nämlich um den Klienten bzw. den Halbbruder wieder ins rechte Licht zu rücken. Und so fangen sie beide nämlich gemeinschaftlich an zu ermitteln und herauszufinden, wer eigentlich der eigentliche Mörder ist. Genau, das ist so im Groben alles zusammengefasst. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles nochmal unten in der Infobox. Es war auf jeden Fall sehr wieder lustig mit dabei. Es war auch spannend mit dabei, weil man musste auch wieder mitraten, wer könnte es sein. Und ja, hat auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht und regt auch wieder so ein bisschen zum Nachdenken an. Ja, wie das halt so ist bei ihren Büchern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.